Am Ende des Klassikos jubelten wieder nur die Fans der Katalanen. Das 2:2 reichte Barcelona gegen Real Madrid nach dem Sieg im Hinspiel zum Einzug ins Pokal-Halbfinale. Doch hier wird nicht im Herzen Kataloniens, sondern mitten in der Kölner Kneipe Joe Champs gefeiert. Die Anhänger des kölschen FC Barcelona Fanclubs treffen sich hier regelmäßig zu den Spielen ihres Vereins. Selbst das jüngste Mitglied ist mit dabei, wenn Spaniens Fußballgiganten aufeinandertreffen. Doch wie wird man eigentlich als Kölner Fan der Katalanen? Indem man einfach eine Katalanin heiratet und dann oft genug da unten ist und dann das Spiel von innen aufnimmt und dann geht's los, dann wird man es automatisch. Ausgelassen feierten die Barca-Fans in der Domstadt auch die erste Hälfte des Spiels. 2:0 Führung gegen den ewigen Rivalen, spanisches Temperament mitten in Deutschland. Ah, super, also nach den ersten 10 Minuten habe ich gedacht, oh, das wird wirklich knapp heute. Habe ich gehofft, dass wir noch unentschieden uns in die Halbzeit retten können. Aber die Tore. Marzala. In der zweiten Hälfte drehte sich dann allerdings das Spiel. Real wurde besser, das Spiel enger und die Gesichter in Köln immer länger. Die kölsch-katalanische Gemeinde musste bis zum Ende zittern, doch nach 90 Minuten wich die Anspannung wieder der puren Ausgelassenheit. Traumhaft. Ja. Anfang, aber perfekter Verlauf. Also glückliches Ende. So durften sich auch die kleinsten Fans kurz vor Mitternacht glücklich auf den Heimweg machen. Nicht allerdings, ohne vorher noch den hämischen Abgesang auf den Trainer des geschlagenen Gegners anzustimmen. Thank you.